Ja, es war zu erwarten, dass die Maßnahmen der Kontaktbeschränkung zu einer Veränderung im Bewegungsverhalten der Kinder und Jugendlichen führen würde. Überrascht hat uns das Ausmaß. Wir haben festgestellt, dass etwa ein Viertel der Schülerinnen und Schüler sich in der Shutdown-Phase nahezu überhaupt nicht mehr bewegt haben. Parallel dazu haben wir einen erheblichen Anstieg im Medienkonsum beobachtet. Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen hat einen Medienkonsum von über 8 Stunden pro Tag. Man kann sich vorstellen, dass das gesundheitliche Auswirkungen hat. Die Folgen eines derartigen Bewegungsmangels sind gut belegt. Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir erwartet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Abnahme der Bewegung und einer Zunahme von psychischen Problemen während Corona. Ein Drittel der Jugendlichen hat berichtet, dass es seit den Kontaktbeschränkungen weniger zufrieden mit seinem Leben ist. Ein Drittel hat berichtet, dass es sich mehr Sorgen macht. Zudem haben wir gesehen, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Abnahme des psychischen Wohlbefindens und einer Abnahme der körperlichen Aktivität gibt. Daher lassen sich zwei Risikofaktoren isolieren für die Corona-Pandemie-Zeiten. Zum einen die Bewegung, zum anderen die psychische Gesundheit. Wir empfehlen daher, die Bewegung in Zeiten von Corona sicherzustellen und den Sport in die Wohnzimmer zu übertragen anhand innovativer digitaler Angebote.